Abgereiste reisen selten bis Elba. Dann macht es euch halt selber. Hallo, mein Name. Heute wollen wir uns mal den Unterschied angucken zwischen, wie man Elektrik, sag ich mal, bis heute genutzt hat und wie wir es in Zukunft nutzen werden. Vor allen Dingen jetzt die Transformatoren, wobei der Transformator steht jetzt nur symbolisch dafür. Es geht um Induktion. Ne? Und du möchtest jetzt mal den Unterschied zu zeigen, nochmal, ne? Tun wir jetzt einfach mal, nehmen wir einen Trafo, tun wieder mit dem Hammer draufhauen, ne? 0 Volt Induktion. Und diesmal nehmen wir mal eine Diode und klemmen die, um den bösen Back-EMF zu vernichten, klemmen wir den mal parallel auf den Tastkopf vom Ossi und damit auch auf den Trafo natürlich. Ne? So, und es hat jetzt schon was getriggert. Ne? Seht, wenn ich. Ah, triggert jetzt irgendwas. Stop. So, wenn wir jetzt mit Diode hier draufhauen, das ist, sag ich mal, symbolisch, so wie die Elektrik das immer gemacht hat, dann kommt das raus. Wir sind bei 5 Volt pro Kästchen. Naja, ein bisschen Gezitter, ne? Ist nicht viel. Also ist ja nicht nichts, aber es ist auch nicht viel. So, jetzt machen wir die Diode ab. Und machen dieselbe Messung mit denselben Einstellungen nochmal. Also ich hau halt nochmal hier drauf, ne? Und wir gucken uns das Ganze nochmal im Ostsee an. Und wie wir jetzt sehen, ist das nach oben eben noch da, was sonst vernichtet wird, sage ich mal, durch die Diode. Also wenn wir jetzt sagen, das war vorhin genauso, das untere und das obere, das sind halt 50% mehr, ne? Nur mal so am Rande. Ne? Also hier EV-Block. Ja, keine Ahnung, Leute, ihr müsst entscheiden, guckt da weiter die Leute oder wollt ihr das hier haben, das obere noch. Wenn ihr es nicht haben wollt, dann ist ja gut, dann guckt weiter. EV-Block, wie heißen sie alle, Elektroboom und so, die warten alle auf euch. Naja gut, hier seht ihr es mal. Könnt ihr auch wahrscheinlich auch mit einem Multimeter machen. Wollt ihr es mit einem Multimeter nochmal machen? Manche haben ja keinen. Pass auf, ich probiere es mal, ob ein Multimeter auch geht. Ansonsten sage ich mal, bis später. Hey, das geht mit einem Multimeter auch. Guck mal. Geht mit einem Multimeter auch, aber nur mit AC messen. Wenn ich auf DC messe. Ah, ne, jetzt ist die Kabel abgefallen. Moment. Auf DC ist nicht, auf AC ist was. Nein, auf DC ist nicht. Da kommt nur AC raus aus dem Trafo, kein DC. Ja, da bringt es jetzt so nichts, eine Diode reinzumachen. Ja, nee, können wir lassen. Aber, also ihr braucht dann schon erst sie, um das zu sehen, den Unterschied. Und ja, sind auf jeden Fall 50% schon mal. Ne? Wen das interessiert, gibt es dann, also gerade bei Travos, guckt doch mal nach Resonanznetzteil. Ne, bei den Laptops wurde das teilweise verbaut, wo die Lampen, also die Displaybeleuchtung, jetzt nicht die neuen, ne, aber die älteren, so weiß ich nicht, 80er oder so, haben die Resonanznetzteile gemacht. Wahrscheinlich auch bei Apple, wahrscheinlich auch, deswegen sind die so klein, weil du dann 50% kannst du das ja kleiner machen hier. Ne? Tschüss. Achso, guck 0 Volt Induktion.